Hallo, hier ist die Julia von Stempel mit Creative View. Willkommen zum Super Samstag Videohop im Oktober. Wir haben heute für euch ein ganz tolles Thema vorbereitet. Und zwar zeigen wir euch heute Projekte zum Thema Kindergeburtstag. Und zum Kindergeburtstag brauchen wir ja ganz, ganz viele Sachen. Einladung, Deko, ein Spiel, ein Suchspiel vielleicht, ein Bastelprojekt für die Kinder, eine Dankeskarte oder die Tüten zum Mitgeben für die Gastgeschenke. Ganz viel möglich bei dem heutigen Thema. Ich habe für euch eine Karte vorbereitet. Und zwar ist es eine Erinnerungskarte, die die Kinder selbst basteln sollen. Es ist eine Easel-Card zum Aufstellen. Ja, die kann man sich also auf den Tisch oder ans Bett oder ins Kinderzimmer einfach stellen und sich an der Erinnerung an den tollen Geburtstag erfreuen. Oder man legt er sich zusammen und stellt es irgendwo hin. Ich habe diese Karte so gestaltet, dass hier eine Karte reinpasst, ein Kartenfoto. Und zwar gibt es ja verschiedene mobile Drucker. Ich nutze da gerne meinen Canon Selfie Drucker. Das ist jetzt ein bisschen Werbung, unbezahlt. Ja. Und zwar habe ich jetzt hier dieses Format, also das ist ein Kartenformat, Kartengröße. Das ist so ein Gutschein. Gutscheingröße ist das. Und ja, ich finde das ganz nett. Die Kinder sind beschäftigt, die können ein bisschen basteln und nehmen dann auch gleichzeitig noch eine kleine Erinnerung mit nach Hause. In dem Fall braucht man dann auch keine Dankeskarte, ne? Weil dann hat das Kind auch schon eine Erinnerung mitgenommen an den Geburtstag. Und genau dafür ist das Format. Es gibt aber so kleine Polaroid-Drucker, die auch so ein etwa gleiches Format haben. Und ja, genau deswegen ist jetzt diese Größe hier entstanden, damit das hier reinpasst. Natürlich könnt ihr auch ein größeres Foto machen und dann ausschneiden. Hier gibt es auch größere Formate. Müsste ich jetzt mal raussuchen. Auf jeden Fall gibt es hier auch noch mal einen Ansatz für ein großes Foto, das man sich ausdrucken kann. Ja, da schneidet man sich die Kinder einfach so in der Größe aus und dann ist gut. Ja, dann kann man das auch dahinter kleben. Das zu dem Drucker. In der Regel ist ja so, die Kinder kommen, essen ein bisschen Kuchen, dann gibt es Flaschendrehen, danach mache ich Fotos oder zwischendurch beim Flaschendrehen auch. Ja, da gibt es auch die eine oder andere Umarmung nach der Übergabe des Geschenkes. Dann ist es auch ein schönes kleines Foto, was dann entsteht. Und ja, dann geht das Freispiel erstmal los. Bei uns ist da Stopptanz sehr angesagt immer. Und in der Zeit drucke ich dann die Bilder aus. Oder wir machen das gemeinsam mit den Kindern. Das macht riesen Spaß mit diesem Drucker. Ja, da kommen die Kinder erst gelb, dann rot, dann grün raus. Also es ist recht spannend für die Kids. So, und dann wird auch gebastelt. Und hier bei der Karte habe ich mich jetzt ein bisschen an den Herbst orientiert und deswegen auch hier die Herbstblätter. Ich zeige euch auch das Set, womit ich das gewerkelt habe. Und zwar ist das die Produktreihe Jahreszeitenmix hier. Oder das Produktpaket. Das Stempelset habe ich hier jetzt gar nicht verwendet, nur die Stanzform. Ja, dieses Produktpaket finde ich so klasse, weil es halt so vielfältig ist. Und je nachdem, wann der Geburtstag ist, kann man sich auch das Motiv aussuchen. Im Oktober, na, da habe ich jetzt diese Blätter, wie gesagt, für den Herbst genommen. Ich würde heute mit euch gerne eine Alternative werkeln, und zwar eine Winteredition, ne, also mit den Schneeflocken hier. Wenn man den Geburtstag jetzt im Sommer macht und beispielsweise Meerjungfrau-Motto hat, dann bieten sich da natürlich auch diese Muscheln ganz toll an. Oder im Sommer einfach für Mädchen gehen Blumen sowieso immer. Ja, da ist es ein bisschen leichter, aber auch Jungs. Also ich habe so eine Karte auch schon mal gemacht. Tatsächlich, also etwas anderes Format, und tatsächlich war das Thema Meereswelt, und da hatte ich denen aber schon Dinge vorgestanzt, ne? Also da kann man sich auch überlegen, ob man
die Motive hier vorstanzt oder die Kinder auch da kurbeln lässt. Also je nachdem, wie groß die sind, haben die da auch großen Spaß dabei. Und da hatte ich aber die Motive schon vorgestanzt. Wir haben da mit einer anderen Technik gearbeitet, weil es war eine Karte zum Zuklappen. Wir mussten noch die Vorderseite dekorieren. Und die kreativsten, unglaublich aber wahr, waren an dem Tag die Jungs. War sehr spannend zu sehen. Jetzt habe ich genug gequatscht. Wir steigen ein. Wie schon gesagt, ich würde gerne heute eine Winterversion mit euch machen. Das heißt, ich nehme hier auch andere Farben. Und bevor ich da starte, zeige ich euch nochmal die Farben hier. Das habe ich nämlich vergessen. Und zwar 4 Farben habe ich hier genommen. Wildleder, Merlotrot, Kürbisgelb und Kirschblüte. Ja, und Merlotrot habe ich auch hier hinten verwendet. Ja, und genau, diese 4 Farben finden sich hier in den Blättern wieder. Ja, falls ihr euch fragt, warum ich jetzt so viele Farben habe, aber davon hier nicht so viel zu sehen ist. Warum das jetzt so dezent ist, das zeige ich euch gleich an der Alternative. Wir fangen an mit der Basis hier unten. Das ist ein Stück Farbkarton. Ich würde gerne bei der Winterversion Marineblau nehmen. Und wir brauchen hier die Größe 8,6 x 12,6 cm. Das legen wir kurz zur Seite. Dann machen wir erstmal hier die Vorderseite. Dazu brauchen wir ein Stück Farbkarton in Grundweiß. Ich habe hier extra stark genommen, damit es einfach fester ist und besser hält. Wir brauchen hier das Maß 7,6 x 12,6. Das legen wir noch zur Seite und dann kommen wir zum letzten und dritten Teil. Das ist hier das Mittelstück. Wir brauchen hier ebenfalls ein Stück Farbkarton in Grundweiß extra stark. Und das Maß lautet hier 7,6 x 25,2. Das Ganze falzen wir jetzt auf der langen Seite. Das heißt, wir legen die lange Seite an. Wir falzen einmal bei 6,3 und 12,6. So, das war schon. Das können wir erstmal knicken und die Falzlinien mit dem Falzbein nachziehen. Wir knicken alles rein, also die Talfalz kommt nach oben. Tal wird zum Berg. Ja? So, das legen wir zur Seite. Die 2 Sachen, den Unterboden und das Mittelstück. Und hier müssen wir jetzt eine Ausstanzung machen. Und zwar habe ich hier diesen Bestickrahmen hier genommen. Der passt nämlich da genau oder so gut wie auf dieses Kartenformat. Wir platzieren es so, dass links, oben und rechts in etwa gleicher Abstand ist, also etwa 1,5 cm. Und unten ein bisschen mehr Raum bleibt, da können wir nämlich unsere Motive platzieren. Wenn ihr diese Stanzform hier nicht habt, ist alternativ das hier möglich. Und zwar diesen Rechteck mit dem Büttenrand. Ja, das ist nämlich genau die gleiche Größe hier. Ja. Müsste mal gucken. Also es muss in etwa 8 x 4,6 cm sein. Irgend sowas. Ja, also das ist eine Alternative. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn ihr gar keine Stanzform in der Größe habt, schneidet ihr das einfach aus. Und zwar lässt ihr dann oben 1,5 cm und links und rechts jeweils 1,5 cm. Und hier macht ihr dann 3 cm nach unten. Ich stanze mir das Ganze mit dem hier aus, beziehungsweise ich probiere mal den Büttenrand heute aus. Dafür reicht auch die kleine Mini-Stanzmaschine. Wer das sich nicht zutraut, per Augenmaß zu machen, nimmt hier nochmal kurz das Lineal zur Hand und klebt das Ganze mit dem Washi-Tape ein wenig fest. Dann verschiebt sich da auch nichts. Ja, ich traue mich jetzt mal. Dieser Schritt wäre etwas, was man auch vorbereiten könnte. Ja? Also das würde ich jetzt nicht die Kinder machen lassen, das ist ein bisschen schwerer. Das wäre so eine der wenigen Vorarbeiten, die ihr machen könnt. Ja, auch der Zuschnitt hier. Ja, das könnt ihr auch vorbereiten oder je nachdem, wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind, können sie das auch selber machen und dann haben sie auch viel Freude mit einem Schneidebrett. Also zumindest haben das meine beiden Mädels immer. Wenn wir das fertig haben, kommt hier drunter das ausgedruckte Foto. Und wenn das Foto dann drauf ist, dann wird komplett hier drauf der Kleber gemacht und dann hier aufgesetzt. Ja, da könnt ihr euch mit dem Kleber natürlich den Kindern helfen, wenn ihr den Tombow nehmt. Ansonsten können sie auch gerne ihren Kinderkleber nehmen, um da nicht so viel einzusauen. So, da ich jetzt kein Foto habe, ne, auch das wäre eine Möglichkeit, dass ihr das schon mal vorbereitet.
Ich werde jetzt einfach nur diesen Rahmen hier ankleben. Dann könnt ihr das Foto einfach reinschieben. Ja, und damit das auch gut gelingt und hier genug Raum ist, mache ich das mit dem Abreißband gleich. Ja, und platziere hier und dann hier in der Mitte noch mal ein Stückchen, so dass hier Raum ist. Da müsst ihr einfach nur auf dem Foto gucken, wie ihr das dann zurechtschneidet, wenn ihr dieses Format nicht habt. Ja, dann legt ihr einfach diesen Aufdruck oder dieses Reststück auf das Foto und lässt da 5 mm von allen Seiten übrig, zeichnet euch das ein und dann könnt ihr ausschneiden und dann könnt ihr das auch gut reinschieben und später dann hier ein bisschen ankleben an den Seiten, dann rutscht es auch nicht weg. Reicht auch ein Tesafilm. Ja, das können auch dann die Kinder selber machen. Als Tipp hier, legt euch das gerade zurecht und richtet das hier oben aus, ne, vielleicht auf den Kopf, richtet das hier oben auf und dann ist es auch gerade, ja? Okay? So, ja, dann ist das schnell aufgeklebt. Da könnt ihr auch euren Kindern helfen, je nachdem wie klein die sind, oder ihr könnt das Stück auch schon vorher vorbereiten. Und dann kommen wir zu einem spannendsten Teil, für die Kinder zumindest, denn da dürfen sie ein bisschen mit der Farbe experimentieren. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wir nehmen uns dazu einfach ein Stück Farbkarton zur Hand. Ich würde hier auch den extra starken nehmen, dann funktioniert das mit Wasser ein bisschen besser als mit dem dünnen. Nehmt euch ein Tempo oder ein Küchentuch zur Hand. Rettet eure Projekte, die um euch herum liegen. Dann brauchen wir einen großen Acrylblock oder Klarsichtfolie, etwas festere, ne? Das würde auch funktionieren. Ich nehme hier gerne den E-Block, ja, weil da kann man auch mehrere Farben drauf platzieren. Und ja, hat man direkt eine große Fläche und hat mit einem mal durch. Und jetzt kommen wir zu den Farben, zu den Schneeflocken hier. Hätte ich gesagt, dass wir einfach blaue Töne nehmen. Ich habe mir hier ausgesucht Marineblau, Pazifikblau, Karibikblau und Babyblau. Ja, und die platzieren wir jetzt so immer an verschiedenen Ecken hier auf dem Acrylblock. Und zwar einfach so, wie es dann den Kindern beliebt. Was man auch machen kann, man kann so ein bisschen Lila noch dazu nehmen. Vielleicht nehme ich ein wenig Amethyst dazu. Lasst sonst auch gerne eure Kids da die Farben aussuchen. Es darf beim Kindergeburtstag natürlich auch ruhig etwas bunter werden. Ich würde da auch mit Stempelkissen arbeiten, nicht mit den Nachfühlern, weil es sonst zu stark ist von der Farbe. Ja, ich lasse die erstmal auf. Vielleicht brauche ich gleich noch ein bisschen was. Alternativ könnt ihr hier mit dem Pinsel, also wenn ihr das nass gemacht habt hier, könnt ihr da auch mit dem Pinsel die Farbe da drauf auftragen lassen. Oder ihr nehmt die Marker. Ja, das geht natürlich auch. Hier sind natürlich auch Wasser. Ne? Das geht auch. Ist vielleicht noch ein Tick schöner für die Kinder. Ja, also guck, womit ihr besser zurechtkommt. Die machen wir mal zu und zur Seite. Dann brauchen wir einen Spritzer. So. Und ihr spritzt das einfach voll. Und zwar so, dass es schön alles sich ein wenig verteilt. Ja, da haben die Kinder auch Spaß dran. Und dann wird einfach gekippt. Und dann verlaufen die Farben schön, ja, genau. So, das lassen wir erstmal so. Wir trocknen das zuerst mal. So, nur ein bisschen. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt natürlich auch gerne immer Farbe ein wenig rausnehmen. Das gibt auch einen schönen Effekt, ja. Dann ist es auch nicht so stark. Und wenn es ein bisschen angetrocknet ist, dann nehmt ihr hier die Reste und verteilt sie nochmal. Ja, das geht. Es gibt noch mal einen weiteren Effekt hier. So, das sollte reichen. Und dann machen wir den Rest hier, verteilen wir auch noch mal. So.
Wenn das trocken ist, können wir auch schon unsere Schneeflöckchen ausstanzen. Hierfür nehme ich gerne die große Stanzmaschine. Das ist dann einfach, ja, bequemer und schneller. Die Schneeflocken sollten jetzt mal reichen, würde ich sagen. Bevor wir jetzt die Karte verzieren mit unseren schönen Schneeflocken hier, verbinden wir jetzt alle drei Stücke. Ich nehme hier den Tombow. Ihr könnt die Kinder mit Kinderkleber hier die Teile zusammenkleben lassen oder, wenn ihr euch traut, mit dem Tombow. Also meine Kinder kriegen das mittlerweile etwas besser hin mit dem Tombow. So, das ist einfach nur eine Übungssache. Und dann ist es so, dass ihr oben und unten, also wenn ihr so quer legt, jeweils 5 mm Abstand sein müssten. Da könnt ihr euch gerne auch ein Lineal machen, vor einzeichnen, ne, wie ihr das so gerne bei euren Projekten macht. Ich mache das bei Augenmaß. Das reicht vollkommen aus. So, dann macht euch am besten mit irgendwas fest, eure Karte, und dann könnt ihr mal an die Schneeflocken euch ranmachen. Irgendwie so. Was man hier nochmal dazu machen kann, man kann so ein paar Akzente setzen. Ich habe ja bei meiner Karte hier dieses Spezialpapier Antikgold genommen. Man könnte das hier machen mit dem Spezialpapier gut gemalert. Ja, das ist in Marineblau übrigens und hat auch so leichten Schimmer. Da werden wir gleich noch ein paar Schneeflocken mitmachen. Und was hier auch gut passt, ist Silberfolie, also Metallic-Folienpapier in Silber. Ich habe hier noch ein paar Reststücke von meinem alten Folienpapier. Dieses gibt es ja so nicht mehr im Katalog. Aber in diesem Paket hier, silbernes Metallic-Spezialpapier, gibt es auch den Helmbogen. Na, also dieses hier, das ist ein Tick matter als das alte Folienpapier. Finde ich persönlich noch viel schöner. Oder ihr habt noch ein bisschen Glitzerpapier, das passt hier natürlich auch. Und zwar findet ihr im neuen Mini dieses Kombipaket mit dem rot und weißen Glitzerpapier. Das passt hier nämlich auch super schön zu diesem Blau. Ne? Also das könnt ihr hier auch machen. Die Flocken hier aus dem Spezialpapier und dem Folienpapier würde ich ebenfalls vorbereiten für den Geburtstag. Für die Kinder würde ich eben diesen Farbteil lassen, diese Schneeflocken in den Blautönen. Und die können die dann einfach mal verteilen, wie sie wollen, wo sie wollen. So, dann kleben wir mal die schönen Flocken hier an. Welche wir jetzt nehmen, machen wir jetzt einfach spontan. So, und damit das jetzt keine Sauerei gibt, empfehle ich euch, nehmt Mini-Glue-Dots. Oder aber, wenn ihr diese Kartensets kennt, ich habe immer wieder, wenn ich die fertig habe, diese Pünktchen hier, diese kleinen Glue Dots, die übrig bleiben, die könnt ihr hierfür super gut verwenden. Sollten das die Kinder nicht selber hinkriegen, hilft ihr denen einfach. Dann fangen wir mal an. Ihr müsst dann gucken, vor, wo ihr sie anklebt, dass sie nicht da drauf klebt. Na, sonst könnt ihr das Bild nicht mehr drauf schieben. Hier müsst ihr gucken, dass es nicht drunter kommt, weil sonst könnt ihr das Ganze nicht hier aufstellen, dann stört das ein wenig. So, fertig ist die Karte. Das gefällt mir schon so sehr gut. Ich würde jetzt nicht noch mehr Schneeflocken da drauf machen. Was wir noch brauchen, ist hier so ein kleiner Stopper, und da können wir einen Spruch nehmen. Und zwar gibt das hier bei einem Stempelset auch ganz tolle Sprüche, wie ich finde, aber jetzt keins, was ich für so ein, ja, für so eine Karte verwenden würde, außer Danke vielleicht. Aber das macht ja der Gast selbst, also kann er sich ja nie selber danken. Deswegen habe ich mir dieses Stempelset hier, Zauberhafte Grüße, zur Hilfe genommen. Hier gibt es ganz tolle Sprüche. Also zusammen ist alles schöner, habe ich beispielsweise bei meiner Herbstkarte hier gemacht. Ja, das passt super hier dazu, finde ich. Ich nehme, glaube ich, heute den gleichen Spruch hier. Der gefällt mir richtig gut. Da brauchen wir ein kleines Stück Grundweiß. Da reicht auch der dünne Farbkarton. Das reicht hier vollkommen aus.
und dann schwarz. Nun könnt ihr den Spruch entweder für eure Kinder ausschneiden oder wenn sie schon groß genug sind und das ordentlich schneiden können, könnt ihr das auch sie selbst ausschneiden lassen. Oder aber ihr habt bei dem bei den Rechtecken mit Büttenrand auch dieses kleine hier Rechteck. Das passt nämlich genau da drauf. Ich würde meins nämlich heute gerne ausstanzen damit. Bei den bestickten Rechtecken gibt es ebenfalls so ein kleines Rechteck. Das passt nämlich auch ganz gut da drauf. Also wenn ihr diese Variante wählt mit diesem Rand hier, dann könnt ihr auch diesen Rechteck hier nehmen. So. Jetzt könnt ihr das einfach so ankleben. So würde ich so machen, dass es ungefähr gleichen Abstand überall gibt. Ihr könnt es entweder ankleben, das reicht auch schon, oder aber, also mit Dimensionals würde ich es jetzt nicht machen, oder aber ihr nehmt die Glue Dots, und zwar würde ich tatsächlich diese hier jetzt nehmen, die sind ein kleines Tick höher als die anderen und das reicht aber auch schon aus, damit das hier auch stecken bleibt und gut steht. Und wenn das nicht funktioniert, geht ihr einfach mit dem Falzbein drunter. So. Im Grunde ist meine Karte jetzt fertig. Wenn ihr größere Kinder habt, die da ein bisschen mehr Begeisterung für das Basteln zeigen, könnt ihr euch gerne diese Basics hier nehmen in Silber und Weiß habe ich jetzt genommen, um da so ein paar Akzente zu setzen. Ja, größere Kinder haben da sicherlich ganz großen Spaß dran. Und während sie dann die weitere Spiele spielen oder sich weiter beschäftigen und dann auch das Abendessen bekommen, können die Karten hier trocknen. So, dann nehmen wir auch das Weiße. Ja, also da könnt ihr die Größe variieren. Das macht total Spaß. Das kann ich euch versprechen. So, und man kann natürlich hier in die Schneeflöckchen dann noch ein paar Akzente setzen. So, je mehr ihr drückt, umso mehr kommt raus, desto größer wird die Perle. Jetzt bin ich fertig mit meiner Wintervariante für ein Winterkind. Hier seht ihr nochmal die Herbstvariante dazu. Das war's nun von mir. Wenn euch mein heutiges Projekt gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und wenn ihr meine nächsten Projekte nicht verpassen wollt, abonniert auch am besten meinen Kanal. So, da wir heute super Samstag Videohop haben, bin ich heute nicht die Einzige, die Projekte zeigt zum Thema Kindergeburtstag. Wer heute alles dabei ist und wie ihr dorthin kommt, findet ihr wie immer in der Infobox unter dem Video. Und ich habe dort auch meinen Blogbeitrag dazu verlinkt. Dort findet ihr zum Beispiel auch die Maße für die Karten hier. Ich wünsche euch nun dabei viel Spaß beim Durchklicken, bei ja, euch inspirieren lassen und wünsche euch ein schönes, hoffentlich nicht zu sehr verregnetes Wochenende. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.